Meine Top 2 ETFs für das Jahr 2023 stelle ich dir heute vor und deswegen auch gleich mal herzlich willkommen hier aus Thailand. Nicht wundern, wenn ich ab und zu runterschaue, ich habe meinen Spicker in der Hand. Und wenn du neu bist auf dem Kanal und die Reise hier gemeinsam mit mir gehen möchtest, gleich mal mir auf jeden Fall auch folgen. Ja, der erste ETF, den ETF habe ich auch ja als Benchmark bei mir mit drinnen. Ich habe den letztes Jahr gerade so schlagen können, also der ist brutal gut unterwegs. Und im Long Term ist der noch ein Ticken besser wie mein eigenes Aktiendepot. Deswegen habe ich den jetzt einfach mal als Top-ETF mitgenommen. Möchte dann eben auch zeigen, wie ich dort herausfinde, warum der auch so gut gelaufen ist. Ja, vorweg, es ist das Spider US Dividend Aristocrats ETF mit aktuell 119 verschiedenen Aktien im Depot drinnen. Die Top 10 Positionen machen 18% aus. Über 4,5 Milliarden Euro sind investiert. Und er kostet leider die Gebühr von 0,35%. Ja, es ist relativ viel, 0,35%, aber es passt. Jetzt gehen wir da schon mal irgendwas dumm. Also es ist ja natürlich das Coole hier, es ist ja alles easy going. Good morning, the body gap. Jetzt ist mir gerade nicht eingefallen. Ja, Freestyle einfach so, kann man mal Videos aufnehmen, macht ja auch wahnsinnig Spaß auf jeden Fall für mich. Ja, und das ist natürlich die ausschüttende Variante. Hinzu kommt die ausschüttende Variante, das kriegt man aktuell 2,3% Dividendenrendite. Ja, es ist auf jeden Fall nicht ideal 2,3%, weil wir sind ja Dividendeninvestoren und wir wollen ja etwas mehr Dividende haben. Deswegen habe ich mich ja zum Beispiel auch auf Einzelwerte spezialisiert. Aber schaut man sich einfach mal die vergangenen 10 Jahre an, hat man in 10 Jahren über 260% Rendite erwirtschaften können. Und das ist schon mal richtig, richtig gut, weil durchschnittlich ist es per anno, das heißt jährliche Rendite von fast 14%. Und wo kriegt man 14% Rendite im Durchschnitt? Also natürlich ist es die Vergangenheit. Viele sagen jetzt so, ja, man kann es nicht direkt auf die Zukunft ummünzen. Gebe ich euch auf jeden Fall recht, aber wenn ein ETF so gut gelaufen ist, muss ich sagen, dann werde ich auf jeden Fall hellhörig, weil ich mag ja dann wissen, was zum Beispiel der ETF anders gemacht hat wie ich. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal die Top 10 Positionen aktuell an. Und mir ist da sofort aufgefallen, so hey, passt mal auf, VF Corporation, die sind ja richtig unter Druck gekommen. Warum sind die jetzt quasi so hoch gewichtet? Ja, das ist relativ einfach. Die haben sie erst vor kurzem quasi ins Depot reingekauft. Und hinzu kommt auch die Nummer 2, die, also sprich die zweitgrößte Position, ist Walgreens Boots, danach National Retail Properties, ein Immobilien-REIT, Franklin Resources, IBM ist mit dabei, Realty Income, 3M, ja, und noch ein paar andere Aktien. Also jetzt lassen wir mal ganz kurz den Blick hier schweifen. Und zwar wie zum Beispiel jetzt auch neu auf meiner Watchliste eben VF Corporation, Walgreens Boots, weil ich mir so die Frage stelle, wie schaffen die das dann, mit solchen Aktien eine Überrendite zu erwirtschaften? Deswegen habe ich mir die zwei Positionen jetzt mal auf die Watchliste gelegt. Richtig warm werde ich mit diesen Unternehmen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß nicht, sie sind halt einfach aktuell hochverschuldet, laufen nicht richtig rund, also die Unternehmen selbst. Und deswegen bin ich da einfach ein bisschen skeptisch. Würden die Unternehmen aber wirklich extrem günstig zu haben sein am Markt, würde ich die Unternehmen auf jeden Fall in mein Depot reinkaufen. Dann schauen wir uns den zweiten ETF an. Der ist nämlich nach der Corona-Zeit extrem gut gelaufen, wie du sehen kannst. Und zwar ist es der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatilitäts ETF. Und hat aktuell insgesamt 49 Positionen im Depot drinnen, kostet eine Gebühr von 0,3% und ist auch die ausschüttende Variante. Hier ist jedoch zu vermerken, dass nur in Anführungsstrichen 290 Millionen Euro investiert sind. Also da schaue ich schon auch immer drauf, wie viel Geld tatsächlich investiert ist, weil ich möchte dann auch ETFs, falls ich mal auf die Idee komme, welche zu kaufen, auch ja, nicht zu viel Risiko gehen, wenn sie so sektorspezifisch sind, nicht viel Kapital investiert sind und so weiter und so fort. Deswegen schaue ich dort auch immer gern drauf. Wie gesagt, der ist auch gar nicht mal so schlecht gelaufen, vor allem in die letzten 3 Jahre. 22,5% Rendite durchschnittlich wären das 7% gewesen, also so das Markttypische. Was aber hier interessant ist, ist eben die Ausschüttung, aktuell 3,4% Dividendenrendite. Und wir müssen uns natürlich auch die Top 10 Holdings anschauen.
Und was mir hier auffällt, komplett anders gewichtet das Ganze. Und das ist ja auch gerade das Interessante dann daran wieder. Da ist zum Beispiel größte Position Altria. Die habe ich auch auf meiner Watchliste. Da ist aber aktuell tatsächlich für mich British American Tobacco interessanter, weil die wieder auf so einer Range angekommen sind, wo es mir schon gefällt, vielleicht mal die erste kleine Position wieder zum Kaufen. Ich habe ja für 40,40 Euro damals verkauft, also würde jetzt quasi 12-13% günstiger reinkommen. Dann ist AT&T mit dabei, die habe ich ja selbst im Depot drinnen. Kinder Morgan habe ich mal auf der Watchliste gehabt, aber nie den richtigen passenden Einstieg gefunden. Gillette habe ich im Depot drinnen, Dow, Omnicom Group, Philip Morris, Iron Mountain, Williams. Sieht auf jeden Fall auch richtig, richtig spannend aus und das sind auf jeden Fall mal meine zwei Top-ETFs für das Jahr 2023 und wir schauen uns dann Ende des Jahres gemeinsam hoffentlich an, wie diese ETFs gelaufen sind. Ich verabschiede mich hier aus Thailand.